Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich wollte gerne mit euch eigentlich ein Rebirth-Gameplay hochladen. Hab's schon fertig gemacht und hab mir aber gedacht, es gibt ein anderes Thema, was ich aktuell auch interessant finde, was ich sozusagen vorziehen wollte. Activision, ihr wisst das, muss zu jedem Quartal einen Bericht vorlegen für die Investoren. Activision hat ja verschiedenste Investoren, verschiedenste Firmen, die Geld dafür bezahlen, dass sie eben Anteile an Activision besitzen. Microsoft hat das jetzt, Microsoft hat das Ganze jetzt ja gekauft, übernimmt ab voraussichtlich 2023 das Ganze. Die ganzen Shareholder von Activision müssen dem jetzt nur noch zustimmen. Das ist eine reine Formalie, das wird jetzt so laufen. Das heißt aber, aktuell ist Activision noch darauf angewiesen, jedes Quartal Zahlen vorzulegen, wie viel Umsatz hat man gemacht, wie viel Ausgaben, wie viel Gewinn hat man gemacht, wie haben sich die ganzen Activision Blizzard-Spiele entwickelt, wie viele Spieler haben die und. Und da gibt es eine ganz interessante Entwicklung, die wahrscheinlich einige von euch so vorhergesehen haben, die ich euch ganz gerne zeigen möchte. Und die einfachste Übersicht ist im Prinzip auf mein MMO und darauf gehen wir jetzt einmal. Das ist halt absolut krass, weil Call of Duty verliert in einem Jahr 50 Millionen Spieler. Und damit ihr das einmal als kleine Übersicht, bevor wir einzeln drauf gehen, hier haben wir das. Wenn man sich hier diese Liste anguckt, 31. März 2021, es ist aufgeteilt auf eben hier die totalen Spieler pro Monat, auf Activision-Spiele. Activision an sich hat hauptsächlich eigentlich nur Call of Duty. Blizzard ist dann etwas getrennt davon, World of Warcraft und sowas und dann King. So, und wenn wir bei Activision gucken, hatten wir, was Call of Duty Warzone angeht, März 2021, Pandemie alles, 150 Millionen aktive monatliche Spieler. Und das Ganze ist innerhalb von einem Jahr, wenn man sich das hier so quartalsweise anguckt, auf 100 Millionen Spieler runtergegangen. Erstmal, jede normale Spielfranchise würde einen linken und rechten Arm dafür geben, wenn sie 100 Millionen monatliche Spieler hätten. Aber ein Drittel an Spielern verlieren innerhalb von einem Jahr bedeutet vieles. Und hier auf der Homepage gehen die auch ein bisschen auf die Gründe ein. Geringe Verkäufe bei COD Vanguard, darüber haben wir schon mal gesprochen. Allein in UK, also in England, über 40% weniger, was einer der schlechtesten Sales ist aller Zeiten. Wenig Interesse an Call of Duty Warzone kommt dazu, weil Caldera ist eine schlechte Map, überladen mit dem Quellcode mit drei Games. Da ist ja Vanguard mit drin, Cold War mit drin, MB19 mit drin. Einfach völlig überfordert, es ist ein riesiger Clusterfuck. COD Mobile hat nur ganz geringe Änderungen gehabt. COD Mobile ist eigentlich ein sehr beliebtes Game bei vielen. Viele zocken das aktuell sehr gerne. Und dann eben in dem ganzen Statement, die Corona-Pandemie, die Leute haben ein bisschen weniger Geld, was ich ehrlich gesagt für Schwachsinn halte als Erklärung für das Ganze. Und eben, dass immer noch kein Battle Royale für COD Mobile mit reinkommt. Hier Verkäufe sanken in Großbritannien um 40% im Vergleich zu Cold War. Für Warzone und seine Spieler war es ebenfalls enttäuschend. Wenig Content, kaum Änderungen, die Caldera-Map kommt nicht gut an. Probleme mit den Cheatern, Fehler in den Spielen, die Seasons werden verschoben, die Battle-Pässe sind immer schlechter. Dann gibt es noch welche, die, nicht viele, aber einige, die generell Activision Games einfach boykottieren, weil Bobby Kotick ein Wichser ist, also ein richtiger Wichser. Und hier sprechen sie jetzt auch darüber, was sie denn machen wollen. Entwicklung des neuen Premium-CODs geht voran, also dieses Jahr MW2 oder wie auch immer es heißen wird. Es wird ein Battle Royale kommen bei Warzone Mobile. Warzone 2 wird enthüllt, das wird aber erst im Februar oder März wahrscheinlich dann online gehen. Und sie stellen immer mehr Leute ein, damit sie die ganzen Sachen premiummäßig schaffen. Was aber irgendwie nicht 100% richtig ist, meiner Meinung nach, in dem Bericht, denn sie haben ja Dutzende Qualitätstester entlassen, Mitarbeiter entlassen. Also für mich sieht das nicht so aus, als wenn Activision tatsächlich Geld investieren würde, um die Games besser zu machen, sondern jetzt nur darauf hofft, dass eben dieses Modern Warfare wieder auf die Sachen, die in Modern Warfare 19 geil sind, zurückgehen, auch wenn es vielleicht für viele gute Spieler wieder nervig wird. Das sieht für mich eher danach aus. Wenn man sich's aber komplett anguckt und sagt, 50 Millionen Spieler hat diese ganze Franchise verloren, ist das richtig viel. Was machst du, Hund? Was ist los? Ja, ich streiche, ich muss aber arbeiten.
50 Millionen Spieler, die sie innerhalb von einem Jahr verloren haben, ist richtig krass. Und dazu kommt dann etwas, was, ja, also viele oder einige von euch haben es in den Kommentaren gesagt, ja, wir müssen COD boykottieren, dann wird's besser. Wenn ihr euch das mal anguckt, 150 Millionen Spieler. Der größte deutsche COD-Content-Creator dürfte aktuell Haptic sein, würde ich sagen, von den Aufrufen her. Das sind dann pro Video 200.000 bis 300.000 Aufrufe, wovon aber auch einige gar kein COD mehr spielen, sondern einfach nur zugucken. Selbst wenn ihr den nehmt und Kaisers Zuschauer nehmt und Stylers Zuschauer nehmt und John Rage und viele Zuschauer gucken ja auch alle Videos von dem einen, von dem anderen, es sind ja nicht immer verschiedene, dann kommt man auf so eine geringe Zahl. Selbst wenn die alle COD boykottieren würden, würde es am Ende ja fast überhaupt gar keinen Unterschied machen. Was ist denn, Hund? Das heißt, dieses, ja, ihr müsst COD boykottieren, weil dann wird's besser, macht bei Content-Creatern einfach keinen Sinn, weil wir Content-Creator viel weniger Einfluss haben, als man glaubt. Die Mehrzahl von diesen 100 oder 150 Millionen Spielern sind Spieler, die casual zocken, zweimal die Woche, dreimal die Woche, die gucken kein YouTube, die gucken kein Twitch, die interessieren sich für die Entwicklung nicht, für Skill-Based Matchmaking nicht, die interessieren sich dafür gar nichts eigentlich. Die spielen es einfach nur, weil sie Fun dran haben. Die spielen zweimal die Woche eine Runde Warzone, die spielen zwei Stunden die Woche Vanguard und dann spielen sie mal Cold War, weil es irgendwie ganz farbig ist und weil sie Nuketown mögen und sonst was. Das heißt, COD ist wirklich an so einem Scheitelpunkt, wo sie jetzt mit dem neuen Modern Warfare 2 plus Warzone 2, was ja getrennt von Warzone 1 laufen soll, das bedeutet auch, dass die ganzen Skins, die man jetzt hat, in Warzone 2 nicht übernommen werden. So sieht es aktuell aus und finde ich auch richtig, weil wenn sie jetzt anfangen, diesen Clusterfuck-Quellcode wieder irgendwie so zu ändern, dass diese ganzen Skins aus dem alten COD ins neue COD und ins neue Warzone wieder reinpassen, dann gibt es wieder Bugs und Probleme und Ärger. Und da sollte es auch keine Kompensation geben, weil jeder wusste, dass Warzone nicht ewig da bleiben wird. Und ich persönlich habe sowieso kein Riesenverständnis dafür, dass Menschen hunderte Euro an Skins ausgeben oder für Waffen-Blueprints oder sonst was. Vor allen Dingen, weil die meisten Blueprint-Varianten ja leider Aufsätze haben, die man, wenn man erfolgreich spielen will, so gar nicht nutzen will. Was heißt, die Waffen sehen danach wieder anders aus. Aber letzten Endes ist das jedem seine Entscheidung. Es ist nicht meine Entscheidung. Wenn jemand dafür Geld ausgeben will, kann er das ja gerne machen. Ich kann es nicht ganz verstehen, aber ihr solltet bedenken, es kann durchaus sein, dass ihr, wenn ihr jetzt noch Skins kauft, sie in Warzone 2 ab Februar, März nicht mehr nutzen könnt. Wenn man sich die Zahlen generell anguckt, also 100 Millionen ist immer noch sehr viel, aber wir reden davon, dass 50 Millionen Spieler weg sind und bis die wiederkommen, muss Warzone 2 richtig reinknallen, Modern Warfare 2 oder 2022 oder wie auch immer es am Ende ganz heißen wird, muss komplett reinknallen und da reicht es nicht, wenn man einfach sagt, hier ist ein cooles Logo, Leute, kauft das Game wieder. Viele Spieler sind von der Franchise weggegangen, weil sie die Schnauze voll haben. Und ich finde das gut und ich finde auch diese Entwicklung gut, weil es heißt jetzt irgendwie, die Franchise wird sich irgendwann ganz auflösen. Was deswegen wohl nicht passieren wird, weil wir immer noch sehr viele Spieler haben, weil der Name immer noch sehr bekannt ist und weil Xbox bzw. Microsoft das Ganze ja übernehmen. Es läuft aber darauf hinaus, dass sie jetzt dieses Jahr die letzte Chance haben, bevor Xbox übernimmt, um das Ganze in richtige Fahrwasser zu bringen. Und da freue ich mich drauf. Aber schreibt mir mal in die Kommentare, Leute, was haltet ihr von diesen Zahlen? 100 Millionen anstatt 150 Millionen finde ich absolut, absolut krass. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da. Ich bin raus, Leute. Ich werde euch den Link unten im Video reinhauen. Dann könnt ihr euch den Bericht gerne auch so nochmal durchlesen. Ich bin raus.